ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Und dieser Vers, yani, manche der Salaf wurden gefragt, welcher Vers macht am meisten Hoffnung im Koran? Dann nimmt er diesen Vers einfach aus dem Grund, Allah Ta'ala erwähnt hier das Wort Mithqala Dharra. Dharra, also die Araber haben es damals für die Ameise verwendet. Man nannte die Ameise auch Dharra, weil sie das Kleinste ist, was man sich so vorstellen kann oder was man sieht. Also der Begriff Dharra steht für das Kleinste Vorstellbare, die kleinste vorstellbare Einheit. Und Allah Ta'ala sagt, wer auch nur im Gewicht einer Dharra Gutes tut, der wird es sehen. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, verachtet auch nicht die kleinste Wohltat oder die kleinste fromme Handlung. Und genauso auch umgekehrt gilt das Gleiche, die kleinen Fehltritte nicht zu verharmlosen. Der Prophet sagt ja, ein großes Feuer besteht ja auch nur aus ganz vielen kleinen Ästen. Wenn sie zusammenkommen, kann man damit ein verheerendes Feuer anstiften. Ja. Auf jeden Fall, der andere Teil des Verses ist dann, wo man hier einmal misqala dharratin sharran yara, genau das Gegenteil wäre auch nur dem, ich sag mal, Staubkörnchen gleich. Schlechtes tut, auch der wird es sehen.